Ein herzhaftes Willkommen, meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich bin Benedikt und es geht weiter mit Let's Play GTA 4. In dieser Folge machen wir eine Mission und wir bekommen einen Anruf von Mallory. You know, I'm getting worried. Roman didn't get back at all last night. He likes to party. He stays out late the whole time. You know what he's like. Not on my watch, you don't. Something ain't right. It's Radio 2.0. Independence FM. Ich bin Roman. Here's a band that I have to say I would never play at the massive music festivals I organized in England. I invented the music festival, allowing you. Ladies, this is Roman Bellis. Okay. Also, wir erreichen auch Roman nicht wirklich. Einen Anruf, ey. Kleinen Moment. So, entschuldige diese kurze Unterbrechung. Gut, wir werden jetzt hier diese Fragezeichen-Mission machen. Und jetzt ruft uns Michelle auch noch an. Meine Güte, was ist hier? Hey, Nico, it's me. Yeah? Who are you? Can you remind me? That doesn't matter. You need to meet me outside the United Liberty Paper Building in Algonquin. It is very important that you be there. Goodbye. Gut, jetzt haben wir wieder einen neuen Auftraggeber. Mein Gott, ey. Kaum hast du mal einen abgearbeitet, schon kommt der nächste. Boah, der hatte Lack, ey. Normal hätte ich den jetzt voll umgefahren. Der ist echt am Arsch der Map, ey. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ich bin verdeckter Ermittler. Were you followed? Hey, strange seeing you here, Officer McCreary. I told you to come here, fucking maggot. You did? Why? I know about you. Know what? I know enough, boy. Oh, what do you know, boy? I know you killed Mikhail Faustin. I know a group of Russians want you dead. I know you ain't no saint, boy. I don't know what you're talking about, Chief. You think this is a town that can keep a secret? I really don't know what you're talking about. Yeah, you do. You know that a man's gotta do what a man's gotta do. That people ain't perfect, that life is a mess. Sure, everybody knows that. So, you look out for me, and I don't look out for you. Know what I mean? I think so. So there's a guy trying to blackmail me. Who? I don't know. Thinks he's getting paid, though. Guy's smart. He arranged to do the exchange by the Humboldt River off Silicon Street. Said to call him from the viewpoint there. Okay. Listen, I did what I did. I made a mistake. That don't make me the devil. Now, obviously, I can't go, because then he gets a picture of me giving him money and I'm admitting guilt. I ain't guilty of nothing, other than being a man. To be honest, I don't really care one way or another. Well, I'm a good man. No doubt. Call me when you get to the spot. Alles klar. Und wir dürfen wieder jemanden umbringen und haben wieder einen neuen Auftraggeber. Also, Nico, was meinst du das? Wolltest du hinten einsteigen oder im Kofferraum? Turn right, okay. Machen wir sofort. Boah, so ein Roller will ich auch mal fahren. Also jetzt im Spiel, jetzt nicht hier im Relive so. Denn jeder weiß, dass wir Zocker keinen Relive haben. Laut RTL haben wir Zocker keinen Relive. Wir sind da bei der Gamescom, um neue Kontakte zu knüpfen.
Real-Life-Kontakte auch. Ja. Das, was heißt? Und die Mission ist eigentlich auch nicht wirklich schwer. Da gibt es dann schon noch ein paar kniffligere Missionen. Aber die zählt mehr zu den leichten Missionen dazu. Dauert halt ein bisschen, bis man da ist, aber wie ihr seht, wir kommen die ganz schnell voran. Bremsen war nochmal besser. Ich bin schon da. Parken jetzt hier einfach mal frech auf den Fußgängerübergang. Dann schauen wir mal. I'm in the park. Now what? All right. This guy told me to bring the money there and call him. That means he's somewhere close and he's got a phone. I'm gonna text you his number. You've got to call him and keep a lookout for someone answering a phone. You won't be far. Alles klar. Gehen wir erstmal einen Stockwerk tiefer. Hey, buddy. This street smells like shit. Ain't that the truth? She doesn't know what she's missing by blowing me off. Who would do that? Alien. I bet you still live in your mother's basement. Yep. Smoking just makes you look cool. Hello? No discussion. Who's this? A friend. I'm calling about your exchange with McCreary. Yeah? You better have my paper. I ain't fucking around. I'm sure he's got your money. Have you got the stuff he wants? Yeah, I got it. We're gonna make this shit happen. I don't mess around, you know. Push me, and this shit is all over Weevil News. I got them on speed dial. Really? Yeah, and there's a lawyer called... Run for... So. Jetzt haben wir halt auch noch eine Tuss abgeknallt, aus Versehen. Die war halt einfach, zur falschen Zeit am falschen Ort. Wo ist mein Auto? Hier. Schnell, steig ein. Holy shit. Boah. Es sind zwar nur zwei Sterne, aber hin und wieder sind zwei Sterne auch etwas schwieriger loszubekommen. Besonders wenn hier überall Bullen rumfahren. So. Boah, seht ihr? Wir sind überall Bullen. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir sind die Bullen losgeworden. Alter, biegt der einfach ab. Der blinkt nicht mal, der Kerl. Wahnsinn. Blinker, scheiß drauf, braucht man nicht. Ich meine, er war zwar auf der Abbiegerspur, aber trotzdem, ey, das kannst du hier nicht bringen. Ey, geile Limo. So einer möchte ich auch mal gerne in echt fahren, habe ich bis jetzt nie gemacht, leider. Here, he's dead. Great, I can get rid of these now. I feel like a new man. Not many people get a second chance like this. It's my redemption. Your sins are absolved, I guess. Oh, wunderbar. $1,000 nur für die Mission. Dafür haben wir jetzt Francis als neuen Auftraggeber. Yay! So toll. Ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück und speichern fest, wo ich immer nur auf Quicksave, so wie ich es in den letzten paar Folgen gemacht habe.
getting confused and dreaming. Holen uns nochmal eine neue Schutzweste und dann schauen wir mal weiter. SMS von Francis. Also eigentlich will ich gar nicht zu Francis fahren. Aber gut. Mach mal einfach mal. Ah ja, stimmt, ich wollte mir hier noch eine Schutzweste holen. Wow, das ist okay. Allerdings nicht so. Unbekannter Anrufer, wer ruft denn jetzt an? Nico, it's Patrick McCreary. You and me did some work for Elizabeth Torres together? You mean I saved your ass? Well, if I'd have known it was such a big deal to you, I would have asked you to let them kill me. Anyway, if you're in need of extra funds, I'm in need of a good man. Come over to Mama's on Savannah Avenue in Meadows Park. I'm always in need of money. See you there. Gut, jetzt haben wir noch einen Auftraggeber bekommen, und zwar Patrick McCreary. Auch kurz bekannt als Packy. Und Francis McCreary ist der Bruder von Packy. Und ich glaube, es gibt noch zwei andere Brüder. Ich glaube, es sind vier Brüder. So wie die Brüder aus Lucky Luke, wie hießen die nochmal? Die Dalton-Brüder, genau. Na, Lucky Luke habe ich als kleines Kind auch mal gern angeguckt. Dann kann ich mich nicht gut erinnern. Bruder, Cowboy, Wilder Westen. Einfach gern. Genau das Richtige für mich als kleiner Junge. So. Würde ich sagen, mache ich an der Stelle wieder einen Schnitt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.